Da bin ich auch schon wieder. Ball ist auch da. Und es geht weiter mit der... So ist es. Mit der wunderschönen Mall hier, die wir bauen. Wir, TM. Ich gucke halt zu. Kannst du das, die linke Lane Eisen nochmal irgendwie von dem Laufförderband wegkriegen? Also irgendwie ein Arm ans Ende mit der Kiste oder sowas. Ich habe die Quelle hier abgekappt. Ja, genau. Ja. Die äußere oder beide? Die linke. Die innenliegende. Ja, ich glaube. Nimm mal Eisenplatten weg von da, wo du meinst. Bitte. Ich guck dir gerade zu. Welche Lane meinst du? Die, ja, alles klar. Ist links nicht eindeutig? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Könnte man behaupten, ja. So. Genau, immer schön oft so sagen. Das ist immer gut. So, nicht anders. So. Gut. Ich mache mich auch nützlich. Ich sorge dafür, dass unsere Wall schönen Untergrund hat. Und die ganzen Baumstümpfe weg hier. So. 60. So finde ich das gut. Was brauchen denn diese kleinen Dudes? Die brauchen das. Diese kleinen Dudes brauchen das. Und diese kleinen Dudes brauchen das. So ist es nämlich. So, jetzt stehe ich hier und guck zu. Nur um nicht zu verunsichern, mache ich so. Oh. Oh. Hä? Zitze. Hä? Ah, den Fehler habe ich auch immer gemacht. Sehr gut. So, was ist deine Mission hier? Zahnräder, ja? Das ist doch schon mal nice. Zack, zack, zack. Guck mal, jetzt erforschen wir noch was richtig Geiles. Okay. Ah, da mache ich oben die Eisendinger jetzt weg, ne? Das sollen Zahnräder bleiben auf dem Förderband. Ja, genau. Da mache ich die Kisten weg, weil... Ja. Ja, genau. Diese ist gut. Okay. Wieder kein Inventarplatz. Steine hier. Lauf hier durch. So, und dann brauchen wir halt noch Kupfermupfer. Ja, und jetzt sehe ich halt schon hier, was hier abgeht. Aber es ist alles kein Ding. Wir machen einfach. Also, was geht da? Einmal so. Ja, ah, dass man hier. Ja, ja. Ich sehe. Ja. So Sachen machen muss halt. Ja, genau. Das bleibt nicht aus. Wenn man später einen richtigen, in Anführungsstrichen, Mainboss hat, wie gesagt, den brauchen wir jetzt nicht. Da macht man oft sowas. Sagen wir, du willst viermal. Ich habe jetzt nur Kohle, aber nehmen wir mal als Beispiel viermal Kohle. Hier. Und dann wäre so oft die Herangehensweise, das so zu machen, dass der nächste dann zwei Felder Platz hat. Ja, also genau. Stell dir vor, hier ist Stahl drauf, dass man die so hat. Das hat den Vorteil, dass du dann hier immer direkt so und dann rübergehen kannst. Ne? Dass du zwei Felder aber Platz hast, um so von links nach rechts abzubiegen quasi. Aber brauchen wir hier nicht. Wir werden hier keinen. Später, wenn wir Mainboss haben wollen, können wir das gerne machen, aber hier ist das noch nicht so wichtig. Das muss jetzt nur einmal funktionieren und dann sind wir happy erstmal, ne? Genau. Achso, was wir noch machen, das wird für die Mold tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Du kannst bei der Forschung nochmal eben gucken. Und dann dir mal Inserter Capacity Bonus 1 angucken. Oh Gott, wie geil. To move more items at once, some of the upgrades add a small amount of stacking, even to non-stack inserters. Yep. Crazy shit. Ich mach da nochmal ein bisschen Q. Energy Shield Equipment. What the fuck? Ja, inserted da gibt's auch noch into armor. To absorb damage, interessant. Mach ich mal. Ja, dann haben wir ein
kleinen Schild. Aber genau, dann können halt auch die normalen Inserter, die ja momentan nur ein Item grabben können, können dann schon zwei Items grabben. Und das ist zum Beispiel bei den Zahnrädern wichtig. Bild in Unity? Das ist doch schlecht eigentlich, oder? Also nur gut, wenn man entgegengesetzt läuft. Ja. Und es kann halt nerven, wenn du irgendwie nachher was baust und du stehst auf einer Förderbahn und wirst immer so weggerutscht. Aber ich habe es auch legit noch nie benutzt. Außer wenn ich Videos mache. Also so produzierte YouTube-Videos. Night Vision, ja, von mir aus. Personal Battery, von mir aus. Ja, researchen wir das auch. Ist mal wieder eine Queue. Hier soll das. Hier soll das. Dann kommt hier rein. Hier kriegt ein Eingang. Und die Chips, ja, ne? Genau. Ich mache mich ein bisschen hier nützlich. Sieht schon ganz gut aus. Dann soll ich hier nach oben. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Der auch noch. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 Stück. Sieht gut aus. Machen wir mal 10 hin. Gut, dann grüne Chips und das Zeug. Sieht doch schon mal ganz nice aus hier. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ah, warte mal, könnte natürlich jetzt auch noch richtig geil sein. Was übertreibst du? Nee, erzähl. Ja. Und so machen. Ja. Das ist legit. Das ist legit. Aber warum passiert hier nichts? Warum passiert hier nichts? Ach so, weil hier natürlich noch etwas fehlt. Etwas Essentielles, könnte man sagen. Ja. True. So? Oh. Ah, okay. Ja, genau so. Gut, das läuft so drüber. Die fangen an zu arbeiten. Grüne Chips kommen rausgerutzt. Zack, 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 zack. Produktionsrate geht hoch. Sehr schön. Zahnräder, grüne Chips, Eisenplatten, Kupferplatten, Stahl und Ziegel. Das ist alles, was wir brauchen werden. Rein theoretisch wollen wir leicht noch Eisensticks haben, aber die kann man auch vor Ort dann platzieren. Also die brauchen wir nicht auf dem Förderband, theoretisch. So wie Kupferkabel halt auch nicht. Die Eisensticks. Die sind. Eisensticks ist ein komisches Item. Die braucht man eigentlich. Also man braucht sie, aber man weiß gar nicht, dass man sie braucht. Schwer zu erklären. Man braucht voll viele Eisensticks, aber meistens. Nur so Sachen, die man eh per Hand craftet. Egal, lass dich nicht verunsichern. Alles gut. Alles gut. Ich bin verunsichert. Nein, Spaß. Nein! Wir werden angegriffen! Schon wieder unten. Immer links, ne? Immer da unten an der einen Ecke. Und da kommt eh nichts durch. Also. Okay, haben wir das jetzt schon mal? Das ist doch schon mal ganz geil. Ja, würde ich auch sagen. Hab ich alt gedrückt. Das auch, ja. Genau, warum haben wir es jetzt gemacht? Weil wir natürlich Grundnahrungsmittel brauchen. Ja, richtig. Sozusagen. Alles, all die schönen Sachen wollten wir haben. Wir brauchen Transport Belts in Gelb, aber eigentlich eher in Rot. Und dann natürlich auch die ganzen zusätzlichen Transport Belt Items. Mhm. Untergrund und Splitter. Dann im besten Fall die ersten vier Arme, also. Nee, Burner Inserter brauchen wir nicht mehr. Aber die normalen, also gelb, rot, blau, so. Die Medium Poles am besten und die großen könnte man theoretisch auch machen. Ja, warum nicht? Ja, ein paar, ein paar Rohre vielleicht, warum nicht? Ist auch nicht verkehrt, ja, ist gut. Auch Beile, Untergrundrohre und normale Rohre würde ich machen. Genau, und das ist, glaube ich, alles von der ersten Seite. Vielleicht noch Eisenkisten? Nee, scheiß auf sowas. Nö, die kriegt man selber hin.
Das würde ich erstmal jetzt machen, glaube ich. Kann man auch noch machen. Storage Tanks fangen, könnte man machen, ja. Fang klein an und ich gebe dir einen Tipp, mach die Förderbänder zuerst. Als das ich auch machen. Letztes. Aber machst du ruhig als zuerst. Letztes. Nee, okay. mach wie du denkst, Wir brauchen die Förderbänder, aber sie sind halt... Alles gut. Was? Sie sind halt... dann nicht. Jetzt. Soll ich den Satz zu Ende bringen? Ja, bitte. Mein Gedanke ist, Förderbänder werden wahrscheinlich unlimitiert produziert, weil das andere, weißt du, wir brauchen halt so, was weiß ich, 50 Chemieplants und 50 oder selbst Greifarme nehmen wir wahrscheinlich so 200 pro Kiste, aber halt nicht so 1000 oder so. Das ist auch ein guter Tipp. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Also das, genau, was quasi, wofür wir wenig brauchen, sollten wir als erstes machen. Genau. Damit der Rest halt nicht so wenig leidet. Genau. Und deshalb würde ich die am Ende machen und dann nehmen die sich halt das, was durchrutscht und übrig bleibt, daraus machen wir Förderbänder quasi. So ein bisschen das Hack der Fabrik quasi. Ja, man holt sich erst die guten Stücke, dann macht erst die wichtigen Sachen und das, was dann am Ende drüber bleibt, kommt ein Fleischwurf und dann kommen da Förderbänder raus, so nach dem Motto. Wovon brauchen wir denn nicht so ewig viel? Also, und vor allem nicht so ewig oft. Immer wenn wir uns was da rausnehmen, wird ja erstmal wieder geimpacted. Also vielleicht einfach Greifarme dann? Oder genau, du kannst auch, guck mal, was du hier vorne hast. Erstmal sowas wie, hier einfach erstmal Rohre, weil dafür brauche ich nichts. Mach hier vorne mal ruhig Montagemaschinen. Die schon? Erzförderer. Achso, ja. Die Überlegung ist einfach... Die brauchen nur den Standard-Chip, ja klar. Ja, genau, die brauchen nur die ersten beiden Förderbänder hier vorne. Die brauchen ja nicht mal Kupfer, weil du ja schon grüne Chips hast. Es braucht halt auch nichts Kupfer, ne? Es braucht nichts Kupfer von dem, was wir herstellen, sondern immer nur grüne Chips. Ja. Ja, und von daher, ja, mach hier einfach. Ja, Hammer. Genau. Ja, danke. Das ist schon richtig geil. Jetzt habe ich... Ja, das passt. Einen Plan, könnte man sagen. Und dann versuch am besten Sachen, die du upcyclest, also wenn du jetzt Montagemaschine 1 hast, pack die nicht auf den Förderband, sondern pack die direkt in die Montagemaschinen 2 Fabrik. Du kannst ja auch auf Förderbänder machen, aber musst du nicht. Also die kannst du direkt einfach, weil die ja 1:1 quasi umgewandelt werden, ist das schon so. Da einmal Strom hin. Guck, und schon arbeiten die Dinger, weil du hast schon alles vorbereitet. Mehr müssen die gar nicht machen. Ja. Wie viel macht immer einer? Eine, ne? Es wird immer nur eine produziert. Es wird immer nur eine produziert. Was der braucht, ist mir egal. Ich will nur wissen, was braucht denn die richtige? Die braucht auch eine Assembling Machine. Und dann nochmal halt Shit. Und dann nochmal genau dasselbe, bloß die braucht noch ein bisschen Stahl dazu, tatsächlich. Das heißt aber, wir können nicht mit einer 1er Assembly Machine mehrere füttern. Das heißt, wir machen einfach immer einen so, machen den direkt rüber. Der kriegt das gleiche. Warte mal. Nur so testweise. Der kriegt jetzt Zahnräder und das, aber er kriegt keinen Stahl, das ist ja klar. Der braucht auch kein normales Eisen. Das ist auch, also klar war mir das jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall so. Ja, dann machen wir das doch so, dann kriegt er von der Seite nämlich noch was. Kriegt er das, ist die Frage. Ja, der Stahl ist jetzt ein bisschen schwerer anzukommen. Ja, doch, geht. Alles. Ja. Kommt er da jetzt ran? Nee, der muss... Hä? Meinst du nicht, die Pfeile zeigen immer in die Richtung, wo das Förderband lang geht? Ja. Du musst einmal R drücken. Nee, du musst nicht abreißen, du musst einfach R drücken, dann kannst du die drehen quasi. Ja, safe. Ach, der war so, okay. Ja, genau. Der war quasi kam so gar nicht rein, aber weil ich den abgebaut hatte, sah das so aus. Mhm. Ich verstehe, okay. Ah, das läuft natürlich genau auf dem Block zusammen, das kannst du auch keinem erzählen. Das ist ein bisschen hässlich, aber es muss ja funktionieren, ja, und es muss nicht schön sein. Ich zeig dir noch mal eben einen abgefuckten Trick. Nee, mach mal weiter, ich zeig dir den später. Jetzt wäre der Mindblowing-Effekt noch nicht so groß. Okay. Und wir brauchen es halt auch gerade noch nicht. Oben bei den Zahnrädern und bei den Grundchips kommt das dann einmal zum Tragen. Ja, genau, das ist doch alles ganz gut hier. Funktioniert er oder nicht? So,
Und so. Der kriegt jetzt seine Dinger hier und ist happy. Genau, und der arbeitet. Was hat er jetzt? Er ist voll. Ach so, er ist voll. Ne, er hat schon drei Dinger. Ach ja, er hat kein Output. Ja, klar. Wie machen wir das jetzt? Die wollen wir in der Kiste haben. Aber ich will jetzt nicht nur eine von denen hier haben. Am liebsten würde ich zwei Dinger haben, die Assembly Machines craften. Dann... Oder reicht? Einer reicht, oder? Einer ja, reicht einer reicht, du kannst aber auch zwei machen. Kannst du so. Ja, komm. Dann machen wir das so. Versetzt quasi nochmal so. Kriegt der so, genau. Der kriegt das. Du kriegst darüber. Das. Soll ich den Stahl so hochlaufen lassen? Das? Ja, genau. Der braucht aber nur bis da. Ah ja, richtig. Perfekt. Und der braucht noch das. Ne, den nicht. Und der braucht noch den. Und das müsste passen. Und schon müssten zwei arbeiten. Und fehlt nur noch die Kiste. Der nimmt sich ja langsam Zahnräder, deswegen mache ich einfach mal so. Ja. Unten kannst du auch noch die blauen Montagemaschinen, genau, auch noch ein bisschen mehr. Und dafür ist nämlich dieser Stack-Inserter-Bonus gut, weil ich bin mir nicht, haben wir den erforscht? Ja, aber sind, warte mal, erstmal nur die normalen, glaube ich. Lass mich mal, ich will nicht lügen. Ah, guck, der nächste ist nämlich, hast du gesehen, ne? Bei der Forschung jetzt, was du ja erforscht. Genau. Der ja. Hat jetzt nämlich die gelben Greifarme drin und die gelben stehen aber auch für die roten, blauen und so weiter. Das heißt, die können gleich alle ein Item mehr schleppen, wenn das fertig ist. Oh mein Gott. Und das ist halt bei den roten halt einfach verdoppelt, was sie schleppen können. Dann nicht mehr ein Item, sondern zwei. Aber immer nur dasselbe. Also sie können nicht ein Zahnrad und ein Greifarm oder so nehmen, sondern die können ja, nur natürlich, zwei Zahnräder nehmen. So, aber du siehst schon, guck mal, wenn du jetzt auf P drückst und wir gucken mal auf unsere Montagemaschinenproduktion pro Minute, dann siehst du, wir haben 33 pro Minute. Also das heißt, alle 10 Minuten haben wir ja 300 Stück. Also die, ja, so schnell kriegen wir den nicht verbraucht. Also zwei Stück das davon heißt, ist safe. Wie stacken die? 50 oder 100? 50 stacken die. Ja. Dann machen wir mal 4, 5, 6. Ja, ich würde eine Reihe so machen. Eine Reihe? Okay, ja. Dann passen wir 500 Stück rein und dann... Haben wir immer so viel brauchen wir den Rest des Spiels nicht mehr. Aber du siehst schon, deshalb ist es nicht wichtig, wie schnell wir hier produzieren. Deshalb hätte auch eine Lane hier gereicht tatsächlich. Ja, genau. Weil ob wir 15 oder 30 pro Minute machen, ist egal. Wir kommen ja das nächste Mal in 2 Stunden hin und dann hat er theoretisch schon, weiß nicht, 4000 Stück produziert. Also viel brauchen wir halt nicht mehr. Und das gilt halt für Erzförderer, das gilt für die Öfen, das gilt halt für mehr oder weniger alles. Ja. Das heißt... Es ist optisch schön, wir können jetzt halt auch die untere Reihe wieder abreißen und hier stattdessen Greifarme machen oder so. Also, wie es dir am liebsten ist. Wir können die doppelte Reihe lassen. Ich würde das so lassen. Wir verlieren ja nichts. Das ist swaggy. Ich habe auch immer lieber eine Überproduktion. So, was wir jetzt hier machen, ist eine Überraschung. So. Ist nämlich super einfach. Wir machen nämlich einfach hier so. Mhm. Du kriegst das und das. Und ja, die beiden müssen jetzt einmal. Ja, super einfach. Ha. So ist das immer. Wenn man. Ne? So Sachen. Ach so, wegen Stahl und. Wie heißen sie hier? Die Ziegel. Genau. Ja, das sieht doch ganz brauchbar aus. Ja, muss ich so machen. Ein bisschen versetze ich hier alles dann so ein bisschen, aber es ist okay. Ja, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, du kannst auch überlegen, ob du das Stahl hier noch brauchst. Oder ob du das Stahl dann einfach nur rechts haben willst, weißt du? Weil wir sind ja hier rechts abgebogen mit dem Stahl. Das heißt ja, hier wäre im Grunde der mittlere Bein. Ja, ist ein guter Punkt. Wir werden Stahl später auch noch brauchen, aber das, ja, das muss man halt genau gucken. Es darf auch da rechts hochlaufen. Wir haben ja meistens eh von zwei Seiten gehen wir rein. Also verkürzt das hier so und so. Dann schon hat man hier... Förderband sein. Und jetzt kannst du quasi
den Benetzer hier wieder wegnehmen. Ja. Und könntest den Balancer hier unten hinsetzen. Dann haben wir jetzt eine doppelte Ziegellane und jetzt kannst du einmal Ziegel rumlaufen lassen. So könnte man das machen. Und jetzt könntest du ja sogar, wenn du den Stahl wieder drüben haben wollen würdest, ja, zeichnest du mal an, könntest du hier halt so wieder rüberjumpen. Das könnte man ja dann halt machen. Ne? Aber mach's nach Bedarf. Guck, wann du Stahl das nächste Mal brauchst und dann holst du dir der Stahl, wenn du es brauchst oder wie auch immer. Immer Schritt für Schritt. Ja. Genau so kann man das machen. Hier sind halt auch noch andere Möglichkeiten. Man könnte da auch noch mehr Schabernack treiben, aber es geht auch alles. Ich finde das doch schon ganz cool. Jo. Man kann sich das ja alles so schön selber überlegen. Individuelles Design quasi. Oder kann man sich zumindest machen. Okay, so viele Öfen werden wir nicht brauchen, oder? Obwohl, ja, Öfen kann man schon viele brauchen, ne? Ja, aber auch da gilt wieder, zwei Montagen wahrscheinlich sind wahrscheinlich fast eine zu viel. Also, liegt einfach daran, dass wir sie selten brauchen. Weißt du, wir brauchen sie dann eine Stunde, dann brauchen sie das nächste Mal zwei Stunden später. Und in zwei Stunden produziert das Ding halt 5000 Stück. Wir brauchen dann vielleicht 196. Oder was wir da mal gerechnet haben. Guck mal, das ist ja auch schon easy. Und fertig sind die Dinger. Hat gar nicht weh. Moin, Feiner, grüß dich. So. Dann kommt als nächstes die Electric Mining Drill. Würde ich sagen. Ja, die kann man auf jeden Fall machen. Und wenn ich dir einen Tipp. So, willst du einen Tipp? Also, kommt jetzt drauf an. Hat das mit den. Ja, wahrscheinlich hat das damit zu tun, ne? Ja. Ja, schieß los. Guck mal, was die Drills brauchen. Ja, ich habe schon gesehen, die brauchen Eisen, Gears und Electronic Circuits. Genau, das ist doch dasselbe. Forschen. Das ist doch dasselbe. Kann ich mir forschen. Das ist doch dasselbe, was die Montagemaschinen hier unten brauchen, oder? Ja, hast recht. Ja, das heißt, wir haben so hier, bevor wir diesen Switch gemacht haben, weißt du, mit hier jetzt Ziegel nach rechts holen und so. Na, also wir haben jetzt ja quasi jetzt hier ganz rechts Ziegel und jetzt brauchen wir aber wieder die anderen beiden Sachen vorher. Das heißt, man könnte, wobei ich sehe gerade, es ist auch egal. Also ich habe überlegt, ob man jetzt diese Montagemaschine, also ob man das hier quasi nicht einfach weiter oben macht, da so hin. Und das später weiter oben macht, dann hat man hier noch länger Zeit, jetzt den anderen Shit zu produzieren. Ich verstehe. Dann hat man nicht ganz so viel drumherum. Aber es wäre auch so gegangen, weil hier oben tatsächlich haben wir ja wieder die beiden Förderbänder. Also wir können ja auch einfach hier so. Also hier ist ja wieder Eisen, Zahnräder und grüne Chips. Ja. Es ist halt eine Sandbox. Ist nicht Sandbox, aber es ist halt, es gibt halt unendlich viele Möglichkeiten. Richtig, es führt alles zum Sieg. Ja, genau. Und guck dir mal, wenn du jetzt mal kurz in die blaue, in die Kiste hier reinguckst, die 500 Montagemaschinen sind halt schon fast fertig. Ja, und dann läuft hier halt auch die Zahnräder durch und dann können die Maschinen sich dahinter das alles bedienen. Das ist genau das worauf ich hinaus wollte. Ich nehme die Blaupause mal eben hier, was wir gebaut haben, und pack die mal hier rüber. Ja. Also, damit wir die da hinten abgespeichert haben. Genau, und jetzt kannst du quasi genau denselben Shit. Viel zu viel. Was braucht die? Die braucht halt einfach auch nur den Shit, ne? Also ja, die braucht legit nur, du brauchst genau dasselbe wieder unten eigentlich, genau. Mehr ist das nicht. Erzförderer sollten das werden, ne? So. Und zack, und die bedienen sich auch schon. Wie geht's dir, Feiner? Alles gut bei dir? Ja, ist doch eine interessante Herangehensweise. Ja, stimmt. Kann man so machen. Auch eine Reihe? Ich mach da noch ein Förderband hin, weil... Muss nicht. Aber das ist so OCD von mir. Ja. Warum nicht? Aber man kann tatsächlich auch auf den Boden legen. Das ist richtig. So, ja, genau. Das kannst du auch machen. Ja, so einen schönen Rundlauf, das geht. Es kann sogar sein, dass der Blaue es nicht schafft, den zu greifen. Müssen wir mal kurz hingucken. Siehst du das? Ah, okay, er hat es geschafft. Okay. Die Roten sind manchmal zu langsam. Unnötig. Ich glaube, das reicht. Ja, so, genau. So, und jetzt guckst du am besten mal, was gelbe Greiferarme brauchen. Ja, genau das Gleiche. Richtig. Das kannst du einfach eine Reihe dahinter nochmal packen. Weil da merkt man, so eine Mall ist gar nicht so schwer. Solange du nämlich irgendwie Eisenplatten, grüne Chips und Zahnräder hast,
hast du fast alles, was du im Spiel brauchst, schon zusammen. Ja. Da kannst du jetzt noch überlegen, dass du die gelben wollen wir ja wahrscheinlich gar nicht mehr benutzen, sondern direkt zu blauen aufrüsten. Und wenn du die blauen anguckst, siehst du halt auch, wie du das quasi, wie du es hier unten gemacht hast. Weißt du, Level 1 Montagemaschinen zu Level 2 Montagemaschinen direkt aufrüsten, kannst du mit den Greifarmen halt auch machen. Wir wollen aber nur die roten und blauen automatisieren, die lilanen und so nicht, ne? Und die nee, die brauchen wir nicht, nee. Dann brauchen wir eigentlich nur eventuell später. Die beiden. Geht into den und dann hier Kisten. Das ist ja alles eigentlich gar nicht so. Genau, was ist der Unterschied zwischen denen hier? Nee, mach mal ruhig weiter. Ich hol mir mal ganz kurz einen Tee. Ja, hol dir einen Tee. Kurz was zu trinken. Da bin ich wieder. Oh. Ja, das sieht doch spannend aus, was du da machst. Ja, ich weiß, das funktioniert auch nicht. Ich überlege bloß gerade warum. Nee, doch, funktioniert. War doch gut, oder? Nee, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Hier war der Stau auf dem Förderband. Jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, das ist besser. Ist vielleicht nicht ganz so nice, dass die alle in eine Kiste gehen. Weiß ich jetzt nicht, was du dazu sagst. Das kann man aber auch noch anpassen. Tun sie ja gar nicht. Der eine ist zu kurz. Ja. Mann. Wird zu Problemen führen. Man kann nämlich in Kisten nicht filtern. Du kannst nicht sagen, ein Slot ist für gelbe Greifarme, ein Slot ist für rote Greifarme, ein Slot ist für blaue Greifarme oder so. Das geht leider tatsächlich nicht. Ein paar Eisenplatten.
Aber ist auch nicht nötig. Zeig dir mal, was richtig Dummes. Wir könnten das hier machen. Siehst du die Gleise? Ich sehe die Gleise, ja. Wir machen das nicht. Ich will es dir nur mal zeigen, weil das echt ein bisschen lustig ist. Guck mal, das ist ein Waggon. Ja. Ja. Also da muss man eigentlich Züge machen, damit die fahren. Du kannst das Ding aber auch wie eine Kiste benutzen. Okay? Und wenn du jetzt hier rangehst an den Waggon und du öffnest das Inventar, dann ist das Inventar ja leer, ne? Und dann klick mal mit Mausrad auf ein leeres Feld. Oh Gott. Damit kann man filtern. Damit kann man filtern. Kisten haben diese Funktion aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Wir könnten hier so einen Waggon hinmachen. Also das ist legit. Das können wir machen. Nee, machen wir aber nicht. Und dann ist da ein Waggon und dann kannst du sagen, okay, bitte zwei Slots für gelbe, zwei Slots für rote, zwei Slots für blaue Greifarme. Und ich verstehe nicht, warum Kisten das nicht haben. Vielleicht, weil es dann zu einfach wäre, aber ganz ehrlich, das würde halt kein Problem machen. Ja, wie findest du das? Gut, schlecht? Nehmen wir so mit. Ich glaube, hier fehlt noch ein Greifarm, links neben mir, von gelb zu rot. Und dann sieht das gut aus. Oh ja, du hast recht. Ich würde den dahin packen. Aber ja, der Rest ist perfekt. Ich habe nichts so mal gesehen, was du platziert hast, aber gut. Der stand da, der Strohmast. So ist das besser. Geht auch fit, oder nicht? Ja. Ist gut gebaut. Mach weiter, ich baue auch kurz was. Okay. Was soll das also heißen? Ich versuche das mit einer Kiste zu lösen. So für meinen. Ich versuche eine Schaltung zu bauen. Ist lange her, es ist. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Von daher. Will ich mal kurz gucken, ob ich das schaffe. Aber du hast das gut gebaut. Also das lassen wir so, das ist alles super. Ich will halt nur gucken, ob ich es schaffe, dass alle wirklich in dieselbe Kiste laden und gleichmäßig. Das müsste eine Schaltung sein, die ich auch nach längerer Zeit noch hinbekomme. Aber ich muss ein bisschen rumexperimentieren quasi. Okay. Das sollte ich schön. Also nee, also Greifarme perfekt gelöst. Du könntest sogar noch lilane Greifarme mitmachen. Die Filtergreifarme, aber ich benutze sie persönlich fast nie. Also lass auch mal nicht. Und du siehst ja, die Kisten füllen sich langsam. Dadurch gehen die Zahnräder nach oben und überall wird gut produziert. Voll gut. Sogar 100 gelbe Greifarme schon fertig. Wie schnell das geht. Auch schon 150 blaue. Also es geht so fix. Na, ich weiß, Schmiedenbilder. Das ist krass mit dem Waggon. Machen wir jetzt einfach noch hier irgendwie auf schnelle Welle. So. So. Überlegen. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Hallo Atiris, grüß dich. Iron Stick, hä? Ja, Iron Sticks sind komisch. Ich sag ja, die braucht man. Man vergisst, dass es dieses Item gibt. Auch als erfahrener Factorio-Spieler. Aber dann brauche ich die ja auch auf einer Dings, ne? Nee, brauche ich nicht. Ich kann die auch in der Assembly-Machine machen, ne? Einfach aus Eisen. Genau. Die würde ich tatsächlich auch nicht aufs Förderband packen, sondern einfach so als Direct Inserting. Wir wollen. Wie geht's dir, Tieris? Die brauchen aber. Brauchen wir immer. Hier. Ah, klar. Wie viele machst du? Zwei. Ja, dann ist das doch perfekt. Du bist das, dann du kriegst das und das.
Aber die Mäuse sieht schon echt gut aus. Jo, ne? Kann man nicht sagen. Noch ich gar bin auch gleich Lichter. Wieder. Lichter? Du bist auch gleich wieder da. Wir haben noch keine Lichter, wollte ich gerade nur sagen. Ja, nee, ich bin gar nicht weg. Moin, du bist wieder gesprächiger. Hallo, Bossi. Moin, ihr beiden so. Fabrikbesitzer. Ja, ich bin gleich wieder. Ich überlege tatsächlich, wie ich das mit der Schaltung hinbekomme. Ist das echt ein bisschen her? Lange nicht mehr benutzt, aber eigentlich muss ich das hinbekommen. Aber wie das mit diesem Wort eigentlich gerne ist, ne? Eigentlich, ja. Mal gucken, ob ich's schaff. Ich gebe dir mal einen Raketenwerfer. Ich brauche den Inventarplatz. Ja. Ich geb da noch einen. Tut dir keinen Zwang an, oder wie auch immer. Oh, Wossi, wie geht's? Wie steht's? Hier, stopp. Ah, da. Gut, und zwar muss ich nämlich jetzt das hier alles einmal wegsammeln. Und überlegen. So, lieber Stream. Was ich will, ist, ich will hier eine Kiste haben, die so mittig steht. Und jetzt muss ich überlegen. Also, wenn... Das muss dahin. Das muss dahin und das muss dahin. Und da muss ich jetzt, glaube ich, sagen, wenn das... So ist... Nee, andersrum. Ist genau falsch rum gemacht, war klar. Hä? What? Warum habe ich das noch hier? Warum kann ich hier keine Platzhalter benutzen? Bei den Konditionen? Das ist strange. Ich dachte, ich kann da anything angeben, kann ich aber nicht. Ah, aber ich kann es ja andersrum machen. Ja, okay. Ich kann ja so rum machen, ne? Und dann hier. So rum ist es richtig. Nee, warte mal. Boah, ist das lange her. Fuck. Kurz überlegen. Was ist das? Anything? Ja, doch. Rot. Oh, mal gucken, wir. Boah. Jetzt müsste aufhören. Oder nicht? Warum nicht? Nee, jetzt müsst ihr aufhören. Okay, das klappt schon mal. Bin der Meinung, dann muss ich das doch nur so rüber kopieren. Das jetzt dahin machen. Dann dahin hin. Dann den dahin. Den dahin. Ich habe mich verklickt. Anything else? Warum arbeitest du nicht? So. Genau. Okay, und jetzt der letzte. Das muss der hier sein. Der kriegt den.
Hier machen wir den. Auf den. Oh, ich weiß, du kannst mir richtig gut folgen gerade, ne? Bei den ja, total. Total. Ja, ich hab's. Hoah! Sehr schön, es funktioniert. Nice. Okay, jetzt kannst du dir die Kiste angucken. Jetzt packt er alles immer, siehst du das, gleichmäßig rein. Mhm. Oh. Kann ich dir erklären, wenn du willst, aber ich zwing dich nicht. Das. Nee, das will ich nicht. Okay, alles klar, alles klar. Alles klar. Das will ich später auch irgendwann können, aber jetzt gerade... Ja, ja, nee, nee, alles gut. Machen wir irgendwann in Dings. Was hältst du von den neuen Patch-Notes? Falsche Update-Notes? Falsche Update-Notes? Finde ich gut. Ich habe auch die Fractorio File Effects-Videos tatsächlich schon gemacht. Und die warten auf YouTube drauf, dass ich sie veröffentliche. Genau, die warten darauf, dass ich sie veröffentliche. Und mittlerweile müssen sie eigentlich auch gerendert sein. Also müssen die eigentlich mittlerweile ja auch gut aussehen. Sollten mittlerweile auch ganz gut aussehen. Okay. Ja, ich bin ja auch eigentlich quasi... Das sieht doch schon ziemlich gut aus. Ja. Ruhig mit dem. Der muss jetzt noch kurz hier... Darüber, ne? Genau, wir haben schon eine Hoche. Ja, alles super. Was fehlt denn jetzt noch? Der nimmt Kupfer statt Eisen. Die Eisenstangen. Ah! Ah, ja, ja, ja. Ich hatte hier das Kupfer rübergeholt, aber ich vergessen, das Eisen wieder zu activaten. Der hier oben, weißt du? Das ist ziemlich. Ja, der hier unten ja auch. Genau, der hat aber hier immer noch kein Eisen. Der kann mich hier. Hä? Was habe ich hier getan? Taten so. Sie. Warum ist jetzt ein gelber? Warum sind das gelbe? Ich bin verwirrt. Das ist wahrscheinlich gelbe. Aus Versehen benutzt. Zieht man einfach das Gefecht. Was? Wir haben Gebäude verloren? Oh. Da oben. Hat das gedauert. Hier unten. Ja. Okay. Oh, ist die Map rot geworden da unten? Holy shit. Hier. Das in der Ecke ist das echt rot. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben große Fortschritte gemacht, was hier den die Mall angeht. Unten auf jeden Fall noch die Mauern verbessern. Aber ja, ja, ja. Ja, Fortschritte schon. Ich bin zwar jetzt noch nicht fertig, aber ist auf jeden Fall schon ganz solide, würde ich sagen. Ja, willst du noch was ranschmeißen gerade? Ist auf Förderbänder eigentlich fast alles Wichtige da? Könnte halt überlegen, ob man noch sowas wie Solarpanels. Ja, auf jeden Fall. Auch super easy hier. Mhm. Solarpanels sehr, sehr gut. Akkus kriegen wir leider noch nicht hin. Das ist schade, aber kommen wir noch zu. Solarpanels sind auf jeden Fall gut, ja. Würde ich dir kurz überlassen. Ich würde tatsächlich eben meine Friday Effects Videos einmal kurz rausputtern. Geht schnell. Muss so eben kurz Titel copy-pasten und so. Kann ich an keinem Moment alleine lassen, ne? Du warst ja eben auch nicht da, also alles gut. Ja, Brain AFK, ist wahr. Den muss ich mir wohl anziehen. Wie hast du sie denn gefunden, Atiris, die Updates, die Update-Notes? Ja, ich muss nur eben mal kurz copy-pasten. 187, 387. Was war denn da der Titel? Ja, ich habe ja auch die von der letzten 7 Swimming in Lava heute noch gemacht. Also zwei, das ist ein Double Feature quasi. Swimming in Lava. Baden. Was, warum kann ich kein SZ benutzen? Zerei und der Mega Mining. Gut, das ist okay hier. Das kann ich alles so lassen. Ah, fuck. Ich hab's verkackt. Moment.
Das muss dahin und das muss dahin. 358 287. So, jetzt muss ich es richtig. Bin hier durcheinander gekommen, weil man sich nicht konzentriert. 85 ist das, das ist 87, genau. Dann kopieren wir das dahin. Packen das in die richtige Playlist. Kopieren die Tags. Wählen das Game aus. Da ich keine Thumbnails habe, ist es das schon. Public und Start. Bin ich noch zu wie gespalten mit dem Lava-Zeugs? Oh, ich finde das mit dem Lava-Zeugs ist tatsächlich. Also mir persönlich, ich finde das vielversprechend. Monetarisierung an? Ganz wichtige Frage. Ja. Gut, das haben wir. Eins von zwei Videos ist schon mal online und das zweite kommt jetzt direkt hinterher. Das ist dann 388. Das ist der hier. 377 bis 388 und das hieß Smaller Things. Auch Kleinvieh. Dann Videobeschreibung kopieren, dann Playlist auswählen, dann die Tags kopieren. Dann das Game auswählen, dann veröffentlichen, speichern, Monetarisierung angucken und fertig. Ja, alles klar, ich bin durch. Okay, beide Videos online. Da bin ich wieder. Das geht relativ schnell, wenn alles vorbereitet ist. Genau, Solaranlagen ist so schön. Läuft. Die machen Spaß. Logischerweise, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich kein großer Schocker, aber Solaranlagen helfen uns nur tagsüber. Das ist klar. Aber sie helfen tagsüber. Oh, ups, sorry. Hey. Mit einer Mod, benutze eine Mod, wenn ich privat spiele. Jetzt spiele ich natürlich nicht privat, aber. Weiß ich, das meint. In meinem Display, da kannst du Steuerung C drücken und dann wird dein Inventar auf alle Maschinen in der Nähe direkt aufgeteilt. Also alles, wenn du Eisenplatten hast und irgendeine Maschine braucht Eisenplatten, nimmt er dir das einfach aus dem Inventar. Ist so angenehm. Einmal Steuerung C oder Shift C ist es, glaube ich, und dann hast du alles Inventar wieder frei. So, okay. Und das sieht richtig gut aus hier. Medium Pools sind auch voll. Richtig geil. Hier, die Storage Tanks wolltest du, glaube ich, noch haben, ne? Ja, du könntest auch noch, du könntest hier oben auch noch die großen Poles machen. Die brauchen auch, fast dasselbe wie die Medium Poles. Ne, die brauchen genau dasselbe wie die Medium Poles tatsächlich. Ist auch schnell gemacht eigentlich. Die brauchen genau dasselbe. Ja, auch Sticks, Iron Sticks, Stahlplatten und Kupfer. Packen wir das noch über die Solarpanels. Würde ich auch sagen, das wollte gehen. Und mit einer Lücke hier so hin. Wer hat das gemacht? Ich glaube, dann da ein Stick, ne? Genau. Ich glaube, die haben auch lange Produktionszeit. Ich guck mal gerade. Nö, es ist genauso wie bei den Medium Poles. Sonst ist dasselbe. Der dahin, der dahin. Ja, aber guck mal, wenn man erstmal so ein bisschen weiß, welche Gegenstände was quasi brauchen. Ist das schnell gemacht, auch so eine Mall eigentlich, ne? Ist dann relativ schnell. Mhm. Das heißt, es hat jetzt auch eine Stunde gedauert, aber halt, es ist tatsächlich gar nicht so kompliziert, weil fast alles dieselben 3-4 Produkte braucht. Und du siehst ja, du musst hier überhaupt nicht. Also verhältnismäßig ist das nicht, was wir jetzt hier oder was du gemacht hast. Aber das ist ja egal, weil die Kisten sind jetzt schon voll. Und ne, ja. Wir können dann jederzeit hier hinlaufen, uns das rausnehmen und dann ist gut. Ja, also realistisch gesehen, Storage Tanks brauchen wir auch nicht. Also, wenn du Bock drauf hast, mach. Ist aber nicht notwendig. Genauso wie Ölraffinerien.
ist eine coole Challenge, die zum Beispiel Chemiefabriken, Ölraffinerien und Pumpen könnte man jetzt noch bauen. Aber die kann man halt auch handcraften, davon braucht man so wenig. Wir haben insgesamt, wie viel hier jetzt auf unserem ganzen Gebiet, haben wir irgendwie 12 Ölflecken. Also ob wir jetzt die 12 Ölpumpen per Handcraft oder in der Maschine 100 Stück herstellen. Ja, wenn du Bock drauf hast, mach, aber es ist nicht notwendig. Also ich würde sagen, als letztes... Ja, die Förderbänder, ne? Förderbänder oder noch eventuell Dampfmaschinen. Aber tut auch nicht Not, muss auch nicht sein. Also Förderbänder ist auf jeden Fall, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ja, doch. Ich glaube, Dampfmaschinen würde ich noch fühlen, wenn wir die noch machen. Ja, ne? Das ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Radare kann man auch nehmen, aber auch da, ob du davon, ich habe noch 26 im Inventar, das reicht wahrscheinlich noch 20 Spielstunden. Wann kommen eure Folgen auf YouTube? Bin beim Fabrikbau immer noch am Lernen und finde deine eure Tutorial-Serie sehr unterhaltsam und vor allem lehrreich. Nur live verpasse ich mal das eine oder andere und die Folgen sind dann ja auch sehr lang. Ja, ich habe die Folgen tatsächlich auf dem PC. Hallo. Ich muss mal ganz schnell auf meine Festplatte gucken. Wie viel Platz habe ich noch? 11 GB. Yo, ich mache mal hier einen kleinen Cut. Gut, dass du mich daran erinnerst. Wir hatten das letztes schon mal. Wir hatten jetzt noch ungefähr 15 Minuten. Dann wäre das komplette Video verloren. Von daher mache ich mir hier einen kleinen Cut für das YouTube-Video. Ich mache mal kurz Platz auf meiner Festplatte.